Ja, willkommen zu Puppy Playtime 3. Und ja, wie soll ich sagen, wir sind gerade bei der Lehrerin, ich bin gerade eben schon wieder gestorben. Und bevor wir starten, lasst gerne Daumen nach oben, damit würde ich mich auch sehr freuen. Und es gibt nämlich ein paar Sachen, die ich lesen kann, ein paar Notizen. Das würde ich jetzt erst einmal nachholen, denn da haben wir einiges nicht gelesen. Das war einmal zum Beispiel das hier. Kann man das irgendwie besser, ein bisschen besser lesen? Das wollte ich jetzt erst einmal nochmal machen. Meine liebe Community auf Twitch sagt euch auch gerade Hallo, deswegen kommt gerne vorbei auf www.twitch.tv und gnu-live. Und jetzt lesen wir einmal die einzelnen Notizen, die wir gefunden haben, weil meine Community hat gesagt, jetzt geht's richtig krass ab. Und das nächste große: ich habe mir überlegt, mich statt verspieltes Gnu in verpeiltes Gnu umzuändern, weil ich das viel passender finde und ich auch sehe, dass einige von euch im Suchverlauf nach verpeilten Gnu anstatt verspielten Gnu suchen. Weiß nicht, ob das ein kleiner Hinweis ist, aber schreibt mir gerne mal, ob ihr das cool findet. Ich fände es, glaube ich, richtig lustig, weil ich bin ein bisschen verpeilt und das macht es ja auch oft lustig. Ich glaube, das wäre lustig, aber gucken wir mal, ob das die Mehrheit von euch auch so sieht. Der Chat findet es auf jeden Fall sehr lustig. Wir fangen an mit der Note. Seit Tagen keine Nahrung. Die anderen stritten mit mir um das, was übrig war. Sie fingen an, mich anzustarren, zu urteilen. Sie blockierten die Küchentür mit ihren Körpern. Ich glaube, sie haben mich auserwählt, um zuerst zu sterben. Wie gruselig, haben die ihn dann gegessen? Haben sie ihn gegessen? Wahrscheinlich. Note Nummer 3. Das Loch in mir schreit nach Essen. Ich kann an nichts anderes denken als daran, wie hungrig ich bin. Ich habe kaum noch die Kraft, mich vom Boden aufzurichten. Aber Barb spricht zu mir. Sie gibt mir Kraft. Ich habe festgestellt, dass wenn ich stillstehe, vollständig stillstehe. Alle denken, ich sei tot. Barb sagt, dass ich etwas essen muss und dass die anderen Lehrer mich nicht kommen sehen würden. Alles, um das Schreien zu beenden. Gruselig. Okay, wir probieren es jetzt nochmal. Ich habe nämlich letztes Mal einen netten Hinweis bekommen, dass man die gute Dame ja anglotzen muss. Und dann bewegt sie sich nämlich nicht. Und dann kann ich mir nämlich das schnappen und kann dann quasi weitergehen in der Hoffnung, dass sie nicht sieht. Ich sehe dich, Girl. Ich sehe dich, Girl. Das ist ekelhafte Scheiße, echt. Wo packe ich jetzt nochmal das rein? Nirgendwo, ne? I can see clearly. Na, ey, wenn ich nachts nach Hause gehe, ne? Genauso fühle ich mich. This is the way I feel when I'm at home. Oder wenn ich nach Hause renne und gehe, weil ich Angst habe, dass mich jemand beobachtet. Hä, wo ist sie denn? Kommt jetzt ja gar nicht mit, oder? Oh shit, doch, doch, doch. Irgendwo ist sie. Oh Girl, das ist so eklig. Kannst du das bitte lassen? Oh shit, das geht gar nicht. Ich komme da gar nicht ran, ne? Oh, das ist aber unangenehm jetzt. Hör auf, mich so anzuatmen. Das ist ja wie Darth Vader. So, jetzt. Oh, unangenehm. So, wo kann ich den jetzt... Ah, stimmt, shit, das muss ich jetzt nochmal machen, ne? Ich gehe nochmal rein. Oh Girl, du bist so unangenehm. Ich weiß gar nicht, wie ich dir das sagen soll. Finde ich so unangenehm. Shit! Mann, das war doch sonst nicht so schwer. Ih, die schaut mich auch an. Girl, ich pack das nicht. Please, go away. Don't look at me like that. Oh, die ist so eklig, Mann. Ich hasse sie. Ich sehe dich. Oh Gott, 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 oh Gott. Wo muss ich das machen? Wo muss ich das machen? Hier. So, ich sehe dich, du dumme Sau. I can see you. Kann ich dich auch touchen? This is my no-no square. No, no, don't touch me there. Frau Lehrerin, ich wollte das immer schon einmal tun. Huch, tut mir leid, kriege ich dafür jetzt Sex? Bleibe ich sitzen? Ein bisschen Sexualkundeunterricht mit der Lehrerin. So, okay. Chat, benehmt euch. Ich sehe, was ihr hier schreibt. Die tun gerade unangenehme Fantasien hier austauschen. Die beeinflussen mich sehr. So, ich mach mal die Tür zu, dann höre ich die nämlich kommen. Das war vielleicht gar nicht so schlau. Hey, Girl. Das Schuleigentum. Lalalalalala. Oh Gott, Hilfe. Okay, hier muss ich im Endeffekt hin. Oh, geh weg.
das muss ich hier machen und kann ich das touchen? Okay, das ist gut. Eigentlich ist es überhaupt nicht gut, weil ich glaube, ich muss jetzt noch mal kurz weggucken. So. Alles in bester Ordnung, schnaufen Sie nur. Kann man die Tür bitte wieder zumachen? Müsste doch eigentlich zugehen gleich, oder? Nein, die bleibt jetzt offen. Das ist doof. Gott, hilf, ist auch immer so dunkel, dass ich gar nicht sehe, wo die sich gerade befindet, die Sau. Okay, das hier muss ich touchen. Okay, okay. I have to touch diese. Aber wo muss ich hier meinen Strom herholen? Shit. Hier wieder? Oh, shit. Ernsthaft? Ernsthaft? Oh Gott, Hilfe. I can see clearly now the way it is gone. Oh Gott, ich glaube, das ist zu lang, ne? Oh, nein, ich hab's fast. Oh Gott, ja. Huhuhu. Ciao, goodbye, du dumme Sau. Ich bin in den Wehen. Hey, ich hab dich gesehen, ne? Keine Steps extra hier, Girl. Oh shit, was geht mit der ab jetzt? Okay. Ich glaube, ich muss hier einmal mich mit Strom versorgen und dann weiß ich halt gerade nicht so wirklich, wo ich lang muss. Die Tür geht nicht auf, das ist ganz schlecht. I can see you, girl. Shit. Shit, 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 shit. Ich muss erstmal gucken, wo ich hin muss, ne? Alles sachte und ruhig. Warum kommt sie denn nicht? Ah, sie kommt hier lang. Muss ich hier irgendwo? Ah, hier, oder? Nee, war ich schon. Wo muss ich denn hinstempeln? Oh, Vorsicht. Gott, Hilfe, Hilfe, lass mich, lass mich. Ich weiß gerade nicht, wohin. Hier, oder? Nee, hier lade ich auf. So, hier lade ich auf. Das ist ganz gut. Und dann muss ich doch hier irgendwo lang, oder? Wo muss ich denn hin? Ah, hier. Ach, du Scheiße, zwei? Ey, die wollen mich wohl verarschen. Ich kann nicht. Warum geht das nicht? Das müsste doch eigentlich gehen. Oh Gott, Hilfe. Girl, leave me alone. Anderes Loch. Das ist, hast du jetzt gesagt, Freundchen. I can see clearly now the rain is gone. Das ist eine Tür, oder? Ich kann es gar nicht sehen, weil die mich einfach so bedrängt und hier die ganze Zeit dunkel wird. I can't see. Okay, hör auf mich anzuatmen. Hier ist auch nochmal Strom. Nö, irgendwie funktioniert das nicht. Warum nicht? Weiß jemand warum? Ich muss es doch hier öffnen. Warum geht denn das nicht? Ergibt für mich keinen Sinn. Ich kann doch hier aufladen. Ja, ja, lachte nur. Und dann muss ich doch... Oh Gott, wie viele Batterien sind denn da drin? Wollen die mich verarschen? Ach so, das ist jetzt schon an, ne? Und da muss ich hier nochmal schnell hintatschen. Und dann hier. Und dann geht es auf. Okay. Jetzt kann ich bitte einen Checkpoint haben. Checkpoint, Checkpoint. What you gonna do? What you gonna do when you checkpoint for you? Warum geht das nicht auf? Ach, das ist dann auf Zeit. Oh, leck, ey. Shit. Okay, ich verstehe. Lach du nur. Scheiße. Shit. Oh, ich hab's geschafft. Du dumme Sau. Ha, was sagst du dazu? Ha, was sagst du dazu? Oh, shit. Das sag ich dazu. Oh mein Gott, was? Girl, ey, girl, 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 girl. So geht das gar nicht, ne? Das wollte ich jetzt nur mal sagen. Also das ist eine Unverschämtheit, dass sie sich hier so ranschleicht. Ich will einen Speicherpunkt. Hey, ich kann nichts sehen. Jetzt muss ich hier wahrscheinlich irgendwie diese dumme Battery finden, ne? In jedem Raum ist wahrscheinlich eine dumme Battery.
Wahrscheinlich ist sie auch irgendwo oben. Ah, da hinten. Super. Roboto, ich liebe das Spiel jetzt schon. Super. Toll, tolles Konzept hier, ne? Muss ich schon sagen. Macht richtig Spaß. Bleiben Sie weg! Ich habe eine Batterie! Verdammte Scheiße. Ich vermute, dass eine noch in dieser dummen Tür drin ist, aber da möchte ich eigentlich gar nicht rein, weil da wird es, glaube ich, richtig eng. Und ich möchte eigentlich nicht mit meiner Lehrerin in engem Raum sein. Ich glaube, es gibt für viele nichts Schlimmeres als das. Oh Gott, shit, die Tür ist zu. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Das heißt, hier muss irgendwo noch eine sein, ne? Kann ich irgendwie auch Batterien wieder rausholen? Weil das sind ja alles nur Zweier, ne? Ah, kann ich. Sehr gut. Ich kann die Batterie wieder rausholen. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Die schnauft mir ein bisschen zu krass. Oh Gott, Frau Lehrerin, bitte tun Sie mir nichts. Bitte. Wieso geht die Tür nicht auf? Die müsste doch eigentlich aufgehen. Ach, da oben brauche ich jetzt Strom. Oh mein Gott, das Spiel macht mich so fertig. Die eine oder keine. Für keine andere Frau ging ich lieber in den Bau. Keine andere Frau macht mich mehr über den. Ich kann den Tank. Oh Gott, Hilfe. Jetzt wird sie aber schnell hier, ne? Das geht gar nicht. Frau Lehrerin, ich fühle mich von Ihnen bedrängt. Und zwar in einem Weg, in dem man sich nicht von seiner Lehrerin bedrängt fühlen sollte. Gehen Sie weg. Halten Sie Abstand. Halt, stopp. Mann, geh doch weg, du dumme Nuss. Ich will doch nur das hier reintun. Nein! Wieso geht es da nicht rein? So, komm mal her jetzt. Wir müssen mal reden. Oh Gott, Hilfe. Ich hasse das so sehr, dieses Spiel. Ich hasse es so sehr. Okay, okay, okay. Alles ist gut, alles ist gut. So, wir brauchen hier eine Battery und ich brauche Strom. Das heißt, eigentlich brauche ich gar keine Battery. Hä, doch, wie soll ich denn das machen? Muss ich jetzt unter Zeitdruck? Nee, das kann nicht sein. Ich brauche noch zwei Batteries, oder? Oh, shit, girl. Ey, 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 Kollegin. So schnell geht es nicht. Bleiben Sie bitte weg. So, okay, sperr sie ein. Kann ich das machen? Kann ich sie? Aber die kommt doch immer raus. Die dumme Nuss. Die kommt doch immer wieder raus. So, jetzt ist die Tür offen, das ist gut. Das heißt, ich kann die Batterien rausholen, hier rein, den Strom holen. Okay, ich verstehe, so. Ey, ich würde sie so gern einsperren, dann kommt sie halt aus dieser dummen Tür raus, ne? Jetzt kommt sie halt hier aus der Tür. Seh dich. Ja, ja, lach du nur. Es ist so unangenehm. Es ist so unangenehm, wirklich. I can tell. Oh, das wird jetzt wild. Lass mich. Bitte geh. Geh weg von mir. Bitte mach die Tür zu. Wieso geht die Tür nicht zu? Oh Gott, das hat jetzt aber gecheatet, Girl. Hä, warum läuft die? Warum läuft die, trotz dass ich sie anschaue? Ich glaube, ich kann jetzt drauf kacken, ne? Ich muss jetzt einfach nur rennen. Oh Gott, Hilfe. Oh Gott. Ah! Oh mein Gott. Jetzt fühle ich mich besser. Muss meine Hände waschen. Oh mein Gott, ey, wie die Sau noch reinjumpt. Oh, ein Zettel. Was schreibt denn diese Note? Heute ging die Tür auf und ich hörte, wie etwas in meinen Flur kam. Gemeinsam fanden Barb und ich Catnap wartend vor. Die ganze Zeit, diese ganze Quälerei. Er war es, der die Tür verschlossen hatte. Ich weiß es, ich wollte ihn töten, aber ich wusste, dass ich es nicht konnte. Er schien seltsam froh zu sein, dass nur noch ich übrig war. Wir haben eine Abmachung getroffen. Wir kümmern uns jetzt umeinander. Was wir sehen, berichten wir aneinander ihn. Okay, ihr hattet also eine Relationship mit Catty Catty Kitty?
Ich brauche jetzt erstmal Brot. Hey. Ich will hier erstmal das haben. Was ist das? 3. Ach geil, ich habe eine Waffe. Burn. Schnauze. Geil. Hey, du. Und du. Und du. Oh shit, ich habe keine Muni. Ah gut, die lädt sie immer wieder auf. Ich dachte gerade. Okay, geilo. Geilomatico. Lalalalele. Oh, ich brauche eine Battery. Kann es sein? Ah, da hinten. So. Was macht die denn da drüben? Hallo, ich bin's. Oh, überall Stalagmiten und Stalaktiten. Ich habe schon wieder keine verdammte CD. Verdammt. Keine Kassette. Wo liegt die denn? Liegt die immer hier in der Nähe? Ich finde das furchtbar. Ah, da liegt sie ja. So geht es aber nicht an. Wo ist denn jetzt mein Stuff? Hier. Ausrüsten. Ja, pack die da rein. Können Sie bitte die Butter, die da reinpacken, bitte? Von Stuart Rich. Tab schließen. Ach, hier oben. Kassette! So, wie rüste ich die aus? Muss ich dazu eine andere Hand nehmen? Oder E? Ah. Oh, was ist denn das? Eine Pfote. I take it you're not a fan of this place, are you? Nope. Never liked the feel of it. I mean, don't you think these kids deserve some real sunlight instead of floodlights and painted skies? Hell, we're not even allowed to talk to these kids. Isn't that... Sorry, Stu. Sorry? That doesn't sound like the rich I know. Well, trying to stop being so pissed off all the time. My wife says I'm a lovely man, but I gotta control my temper. So, I'm doing it for her. You're just different, Rich. Honest to a fault. But I always liked that about you. Yeah? Well, you're one of the few. You know, Richie, with my retirement coming up, they've been pushing hard for me to choose my replacement. I'm thinking about giving the role to you. Really? Really? Nothing official yet. But I think there's a decent guy beneath all that graft. An honest, hard-working man. You prove me right. I said your chances are pretty good. Wow, I don't know what to say. I'm just glad to see not everyone in this place has it out for me. Not everybody, Rich. Not everybody. Ein Nachfolger und wir sehen die Katzenpfote. Bedeutet, dass es vielleicht die Mitarbeiter sich in diese Tiere verwandelt haben und vielleicht die Mitarbeiter diese Monster geworden sind? I'm not sure about it, but I know that I have to use diesel. Um to make diesel and then um to die. Okay, gerade nochmal Glück gehabt. Work area. This is the work area, my friends. Boop! Ich weiß nicht mehr, wohin ich muss. Ah! Okay, das war gerade echt high risk. Hier hoch. Biung! Oder doch nicht? Warte mal. Kann es sein, dass ich mich parallel irgendwo festhalten muss dann?
Schaffe ich das da rüber? Schaffe ich das da hin? Hier? Nee, ist unrealistisch, oder? Runter? Nee, oder? Da runter? Da kam ich doch her, oder? Nee, tatsächlich nicht, aber ich habe Angst. Ah, okay, ich habe gar keinen Fallschaden. Okay, alles gut. Öffne dich! Wish I was a little bit taller. Wish I was a ball. Okay, hier kann ich mich also stromen. Stromen. Und für was hinstromen? Dahin stromen. So. Und dann geschehen Dinge. Nummer 2, bitte. So, da geht's da hoch. Bup. Bup. Und dann hier hin. Bup. Ach so, geht es auf Zeit? Kann das sein? Nee. Oh. Ach so, das geht doch auf Zeit. Ah, okay. Cool, dass ich keinen Fallschaden bekomme, muss ich sagen. So, runter, runter! Dabei! Bap! Balalapap, bap! Oh. Bap, bap. Da-da-la-la-da-da-da. So. Und dann muss ich ja... Ach, dahin, okay. Bäm. Ich hoffe, das war's. Puh. Oh nein, ein tolles Stromrätsel. Davon hatten wir ja so wenig bis jetzt. Na gut, dann stromen wir mal. Bäm. Ich habe gelernt, man muss immer nach oben gehen, um sich erstmal einen Blick zu verschaffen über die Situation at the moment. Oh je, 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 oh je. Marlon Johnson, Marlon Piano. Kann das sein, dass es hier hin muss? Ich glaube schon. Ich habe einfach einen Instinkt, der sagt mir das. So, und dann machen wir das mal hier hin. Ja, und dann muss nämlich, jo, ich glaube, es passt, weil dann muss nämlich der da vorne muss Kaboom machen. Und dann geht das hier rüber. Und wenn es da rüber geht... Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung, Mann. What do you want from me? Ich glaube, das stimmt so, oder? Hm. Der wird dann... Muss der hier hin? Nee, der muss hier hin, ne? So. Okay, let it rip. Ich glaube, ich hab's. Aber es hat nicht klick, klick, klick gemacht. Ja? Ja, es ist richtig. Und jetzt? Ist es hier aufgegangen? Nee, der Aufzug müsste jetzt eigentlich noch kommen. Aber ey, ich bin voll stolz auf mich. Oh, der Arme. So. Was stimmt denn jetzt nicht? Ah, okay, jetzt kann ich rüber. Oh. So, es ging ja gerade der Aufzug an. Und da muss ich, glaube ich, von drüber rüberschießen, oder? Damit der dann runtergeht. So. Das heißt, ich muss jetzt von hier aus den Hebel ziehen, ne? Okay, und dann muss ich hier rein. Yay. Yay. This is my no-no square. No-no, don't touch me there. No-no. Hallo, was soll das hier? Was ist denn das da unten? Hey, Bro! Ich klatsche in eine so von Weitem. Der hat da ein Schrein. Kann ich da hinspringen? Jetzt ist er weg.
Das ist der Schrein von Prototyp. Das ist ja ekelhaft. Okay. Ich habe ihn immerhin getätschelt, aber er hat es nicht tangiert. Das hat ihn nur peripher tangiert. Ich werde hier irgendwie gescannt. Nach unten, nach unten. Let's go. Tut mir übrigens leid, wenn ich im letzten Let's Play so ein bisschen verpeilt war. Ich war echt zu müde. I'm sorry. Ah, deswegen heiße ich jetzt bald verpeiltes Blut. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Das ist bestimmt böse. Geh weg! Geh weg! Ah! Ah! Geh weg, du Sau! Ich weiß, dass du böse bist! Ey, so eklig, wie du in die Ecke slidest. Hau ab! Hau ab, du Scheißding! Hau ab! Ich weiß genau, dass du böse bist. Warte, jetzt reicht's mir. Ich hab so eine Kanone. Oh, now we talk. Komm her, du Schwein. Lass mich mal deinen kleinen Arsch anschießen, ja? Rein in dein Loch, du Luder! So, ich wusste, dass es böse ist. Das sieht man doch. So, ich liebe Tiere. Ich brauche wieder eine Battery. Kommt der auch wieder raus? Hi, I love you to the moon and back. Schnauze. Geliebt wird hier nicht. Ich brauche eine Kassette, Leute. Wo ich den hier... Ich habe Angst, dass der wiederkommt, der Hund. Der Hund. Der Bree. Der Braten. Ich hätte gern eine Battery. Da gibt es hier gar nichts zu glotzen. Ich glaube, doch, hier gibt es eine Kassette. Seht ihr die Kassette irgendwo? Rein mit dir, du Luder, dein Loch. Es tut mir leid. Ich kann das erklären, aber da kam gerade was raus und es sah süß und flauschig aus und hat mich angelächelt und dann habe ich gesagt, no. Also ich finde jetzt keine Kassette. Ich gehe jetzt weiter. Auf dem Tisch. Nee, da liegt keine. Da liegt keine. Oder muss ich meinen Arm wechseln, um das zu sehen? Nö, ich sehe nichts. Nein, doch. Oh. Nein, doch, Leute. Da liegt nichts. Ich sehe nichts und ihr auch nicht. Also, wir sind uns alle einig, da liegt keine Kassette. Weswegen ich jetzt weitergehe. Blame bitte die Community im Live-Chat und nicht mich im Kommentaren, danke. Genau, aber der tut nichts, Sorte, aber wirklich, der Hund gehört. Aber der tut doch nichts. Der tut doch nichts. Das ist kein Blut an seinem Fell. Hallo? Okay, wir haben keine Angst. Wir sind mutig. Tapferkeit und Hör auf. Ich weiß ja. Ih, da kommen immer mehr. Verpisst euch. Oh nein, was? Was? Ach du Scheiße, was? Was? Ach du Scheiße, was? Hilfe! Ha! 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 Sie sind überall! Hilfe! Niemals! Die sind ja schlimmer als in so einem McDonalds-Menü, die Dinger drin. Haut alle ab. Hilfe, um Gottes Willen. Ih, pfui, Teufel. Igitt. Igitt, ist ja wie ein Friedhof der Kuscheltiere hier. Hilfe. Jetzt weiß ich nicht, wo lang. Oh nein, das wird so eine richtige stressige Scheiße. Ich sehe es schon kommen. Was ra. Ey, es ist echt. Ah, ah, geht weg, ihr kleinen ekelhaften Luder. Scheiße, scheiße. Scheiße, ich steck fest. Oh, ah, my life be like. Oh Gott, ich pack das nicht. Ja, speichert. Ja, die Speicherung. I'm safe. Ja. Ich muss hier hoch. Ich komme nicht hoch. Ich will hier hoch. Ich will hier raus. Ich will raus aus diesem Höllenloch. So hier. Ja, endlich raus. Oh Gott. Das erinnert mich ein bisschen an. It's past midnight. Ich geb dir gleich past midnight. Oh Gott, die kommen aus ihren Löchern rausgekrochen. Das ist ja wie wenn du nachts um 3 Uhr aus der Bushaltestelle bist. Auf einmal kommen ganz gruselige Gestalten aus allen Löchern raus und wollen irgendwas von dir. Da ist das, ein Button. Press the button. Button. Okay, bin ich hier safe? Hier kommt keiner hoch, ne? Ihhh.
Die schnarchen! I don't like it. Ah, da. Was mache ich denn da? Hört auf, mich so anzuknurren. Das ist disrespectful. Das macht mich echt nervös, muss ich sagen, Bro. Das macht so... Oh, Leute, könnt ihr bitte aufhören, mich irgendwie so... Ich fühle mich irgendwie ein bisschen... sexuell offended hier irgendwie, ich weiß auch nicht. Oh shit. Oh shit. Oh shit. This is my no-no square. No, no, don't touch me there. No. Ja! Und jetzt? Piu! Oh. Ach, der jumpt da drauf. Okay, jetzt hat es bestimmt noch einen anderen, oder? Das war ja sicherlich nicht der last button. Oh. Shit. Den hat's richtig verkohlt. Ich glaube, der nächste ist da hinten irgendwo, aber... Ey, jetzt kommen die da auch noch lang? Jetzt haut doch ab! Ach, die sterben, weil die nicht in ihr Loch zurückkriechen können. Oh, das ist ja erbärmlich. Oh, das ist kinda cute. Ich will hier überall hoch. Ich komme nicht hoch. Ich hasse das hier, ne? Das ist so dumm. Scheiße, ich glaube, ich bin jetzt am Arsch, ne? Kann das sein? Scheiße. Ihr seid so eklig. No thanks. Ist das hier eine Sackgasse? Ah, hier geht's auch lang. Sorry, schrei doch nicht so süß. Jai. Scheiße. Ich komme halt irgendwie nicht raus, ne? Ach, hier muss ich lang. Es ist so dunkel. I can see clearly now, the rain has gone. Oh, ja, 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 da, dahin. Oh, okay. Yay! Die wollen nicht kuscheln, Leute. Die wollen Snoo-Snoo machen. Da hilft auch nicht mehr die Ausrede, ich habe Kopfschmerzen. Die machen das einfach. Okay, jetzt muss ich hier irgendwie weg und hoffen, dass mich keine von diesen kleinen Schweinen hier touched. Can you please go away? You little shitty puppies. Shit, ich höre die schon wieder rumstampfen hier, ne? Ey, das macht mich echt nervös, wie die hier rumlatschen, ne? Das ist echt nicht schön. Wie komme ich denn jetzt nochmal da hoch, verdammt? Ich will doch nur nach oben. Back to the roots. So, war das nicht irgendwo hier? Ah, oh, ah. Ah. Push the button. Hol mich hier raus, verdammt nochmal. Was soll das jetzt? Wohin muss ich jetzt? Was passiert denn überhaupt? Oh, da ist eine Tür. There's a door. There's a door. I have to jump on it. Oh Gott, ja, nochmal. Nochmal. Ja, bring me hier raus. Laying back. Laying back. So, I'm slim shady, die last schlimm schlady, in der Stumme schlimm schlady, die bist du schlady, der unbedingt schlady, die please die already. Please die already. Hoch oder runter, hoch oder runter, hoch oder runter, hoch oder runter. Keine Ahnung, ich mach's einfach mal. Denn nee, ich weiß es nicht, ich hab ja die Qual der Wahl. Oh! Enden! Süß oder gruselig, ich bin mir gerade nicht so sicher. Ich bin eine Sängerin. Yo. Das glaube ich nicht, aber es ist nett, dass du es sagst. Wenn ich was nicht kann, dann ist es singen. Und deswegen tue ich es umso lieber. Hey, mit mir Autofahren ist echt übel, ne? Oh Gott, Hilfe. Was ist denn das hier für eine kranke Scheiße? The time has come to push the button. Galvanize. You're a puppy's angel. Come to save us. Nothing left to save. Not here. Bird catnaps home, angel. There, home. A million pairs of eyes are on you now. Watching, waiting, hungry.
We want nothing more than to crawl beneath your skin and eat away at you, bit by little bit. Das ist ja Gamescom Vibes. What feels empty inside themselves? That thing, Catnap. The prototype is his god, and this is what he does to heretics. These little toys follow Catnap to avoid that very fate. And in return, they are fed. We try to fight it. The prototype's control. I am the last of the smiling critters. Listen to me. You need to get out of this place. You need to live. You and Poppy could fix this. End this madness. The torments. Oh no. Oh no. Leave me. Please. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Was? Oh scheiße. Ah! Holy moly, das ging schnell. Ich geh jetzt hoch. Gehen wir hoch, gehen wir hoch, gehen wir hoch, gehen wir hoch. Nie wieder runter. Verdammt, ich komm nicht hoch. Was passiert denn? Oben kriege ich da noch was? No, da ist ein Exit. Da ist der Ausgang, da ist das Spiel beendet und ich kann nicht drüber stellen. Nein, 100 Pro ist da der Ausgang. Da geht's raus in die Freiheit, in den blauen Himmel mit einem schönen grünen Baum und einer grünen Wiese und Schmetterlinge und Eiscreme und lachende Menschen und Sommer und du gehst jetzt da unten rein in die Scheiße, während dir irgendein Hund irgendeine Kacke erzählt. Oh. Es wäre echt einfach, wenn man klettern könnte. Na, kannst du klären, Linda? Das war aber, glaube ich, der Typ von dem Tape, ne? Ne? No. Ach gut, die fressen jetzt direkt schon. Brich ein, 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 bitte, 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 bitte. Brich ein, brich ein. Zeit einzubrechen, ja. Und wohin, ja, hier hoch, ja. Yay, yay, ich hasse sowas. Ich hasse sowas, ich kann das nicht. Yay, links, rechts, bitte lauf, lauf, lauf. Scheiße, was mache ich jetzt? Shit, nein. Und jetzt schreit er mich von hinten noch an. Boah, ey, ich hasse es. And it's gonna be a long night. And it's gonna be cold without your arms. Puh, Leute, das wird intens. Ich muss mich richtig konzentrieren. Ach, reiß dich zusammen. Mikro übersteuert ab und an. Ja, Setup ist sowieso noch am Arsch. Ich verstehe nicht, warum die den Hund direkt fressen lassen. Mich aber... Also, ich verstehe nicht, warum man die Sequenz des Hundes jetzt eh schon so macht, dass die Dinge ihn gleich fressen, ich aber von hier jetzt anfangen muss und die ganze Zeit dahin laufen muss. I don't get it. Naja. No. Ist hier lang, ne? Oder hier? Oder hier? Oder hier? Ja, hier. Yay, 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 yay. Dilli, dilli, dilli. Dilli, dilli, round, round, round the ear. Dim, 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 dilli, 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 din, 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 din. Shut up and let me go. This hurt is I want so. To the last time you we saw my kiss. No, shut up and I am dead. Ich weiß nicht, wohin ich gehen soll. Lauf doch! Lauf! Lauf! I don't know. Joy! Yay!
Oh nein. Oh nein. Oh nein, was soll denn das? Oh nein. Mann, ey. Lass mich in Ruhe. Leave me alone. Jetzt werde ich nervös. So, geradeaus. Geradeaus. Dann links. Dann rechts. Dann runter. Dann geradeaus. Dann rutsche blau. Oh, der ist so nah an mir dran. Und dann nach links. Gleich. Oh Gott. Oh shit. Oh shit. Nein! 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 Oh, ich hasse dich. Oh Gott. Es ist gemein. Und es war ja noch nicht mal das Schlimmste. Ich muss kurz weinen. Ich brauche wieder meine Pistole. Dann fühle ich mich stark und groß. Muss ich da durch oder muss ich hier lang? Ich weiß es nicht. Danke, Leute. Danke, Likey. Ui. Ui. Hä? Oh, ich hasse dich, Kind. Lass mich. Wir sind keine Freunde. Oh Gott! He always stalks his prey first. He'll take away anything you have to defend yourself. And when you're at your most vulnerable, he'll kill you. Catnap lives for the hunt. Good luck. Talk soon. Toxisch vielleicht eher. Oh Gott, das hört sich ja richtig furchtbar an. Oh shit. Okay, wo ist denn der Key jetzt? Wo ist der Schrein? Muss ich wieder die Steckdose holen vom letzten Mal und reinstopfen? Oder gibt es die Steckdose jetzt beim Schrein? Beim Schrein stecke ich rein. Das sounds pretty beschissen, muss ich sagen. Und zwar so beschissen, dass ich sage, ich habe überhaupt keine Lust, es zu erleben. Deswegen nehme ich jetzt den Brief. Und der ist jetzt auch weg. Das, hä, warum ist der jetzt da? Oh, das ist ja voll die Verarsche. Der war gerade die ganze Zeit nicht da. Habt ihr gesehen, ne? Wahrscheinlich, weil er noch geredet hat, ne? Ach so. Ach so, okay. So. Der braucht immer etwas, okay. So, wo gehe ich jetzt rein? Das ist doch für mich ganz klar hier. Das fucked up thing hier. Gott, ey, Hilfe. Nein. Psst. Psst, 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 psst. Oh shit. Oh shit, bro. Pew pew. I think we all not ready for this. Oh shit, ja, okay. Jetzt brauche ich aber eine Battery. Battery. Ups. Boom.
Danke für die Subs. Lese ich nachher gleich alle vor, ihr Süßis. Ups, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich muss mich einfach umdrehen. Sonst komme ich auf mein Leben nicht klar. So, jetzt, da gehen wir jetzt hin. Wunderbar. Oh Mann, Spiel. Piu, piu. Hm, da wird doch wohl was drin sein, ne? Ja. Oh, wunderbar. Das heißt, wir brauchen hier nochmal die Battery. Und damit bin ich jetzt hier eingesperrt. Ganz schön dumm, würde ich sagen. Nein, hier ist der 100 Pro. Kann ich den abschießen? Ich schieße den ab. Ich schieße den ab. Nichts hält mich am Boden. Gott, hier ist einfach viel zu viel dunkel. Hä, was ist denn das? Was ist denn das? Sollen das einzelne Fliegen sein? Atmet hier irgendwas? Is something atming here? Kann sein, dass hier irgendwo diese Battery ist. Die irgendwo durchsehe. Ein Tanz der Fliegen. Kann nichts sehen, ich muss mal ein bisschen beleuchten hier. Ich höre schon wieder Fliegen. Ich hätte gerne Taschenlampe. Manchmal macht er doch Licht an. Warum denn jetzt nicht? Don't understand. Oh Gott, Hilfe. Oh Gott, ist das dein Ernst? Ach du Scheiße. Da wuselt was. Finde ich gut, dass wir erst hier lang gehen. Nein. Could we please stopping this? Eduard. Hey, da fehlt die Puppe. Tabletten? Gibt's nichts? Nichts. I don't like it. Hier muss irgendwas drin sein, oder? Nö, tatsächlich nicht. Oder kann ich das nur nicht grabben, weil ich... Nee, es müsste schon gehen, oder? Ich brauche doch irgendwo eine Batterie, ne? Das ist es nämlich. Für den Raum gegenüber, in dem eigentlich überhaupt keiner hin will. Weil der maximal beschissen ist. Ein kleines Stofftier umgedreht. Also irgendwo hier muss die Batterie auf jeden Fall sein, die wir brauchen. Ich guck mal, ob es hier noch Schächte gibt oder irgendwas oder irgendwo sie dumm versteckt ist. Vielleicht hier oben auch irgendwo. Oh mein Gott. Yo. Oh nein. I don't want this. Oh Gott, Hilfe. Oh oh, Speicherung. Not like this. Ist ganz schön hoch oder runter? Hoch oder runter? Hoch oder runter? Hoch, hoch. Ah, ich muss erstmal Strom machen, ne? Es ist dunkel, dunkel, dunkel. Ich kann nichts sehen. Muss ich da nicht irgendwie Strom anmachen? My friends?
Das ist ja nicht an, oder? Sehe ich das nur falsch? Nö, das ist nicht an. Muss man hier irgendwo Strom anmachen? Oder habe ich hier irgendwas verpasst? Scusi? Irgendwo muss hier doch was sein. Guck nach oben. Da ist so eine Hand in dem Raum. Was? Wo? Ach, da kann ich hoch. Ah, das habe ich jetzt gar nicht gecheckt. Also wenn man... Das Spiel ist schon echt lang her und ich habe echt danach gar nichts mehr in Richtung Poppy Playtime konsumiert, deswegen das für mich jetzt gerade aussah wie eine normale Lampe. Dankeschön. Okay, jetzt brauche ich irgendwie Strom. Gib mir Strom. Hier bitte einmal festhalten. Ah ne, da kam ich ja her, ne? Oder ist das Strom? Ne, ist auch kein Strom, oder? Ah doch. Das ist Strom. I'm so smart. Okay, kann ich jetzt bitte das loslassen? Oh, shit. Okay. Ah, ich bin doch jetzt weitergekommen, oder nicht? So. Ah, ich kann mit der auch den Strom holen. Ah. Den kann ich dann nicht weitergeben, ne? Ah, doch so. Halt, halt. So, und dann kann ich doch hier wechseln. Und dann Ben! Und dann, wohin kann ich dann damit? Also Leute, wir haben jetzt hier im Chat 20 Minuten für dieses echt geile Rätsel gebraucht. Ich muss sagen, echt, also die Rätsel sind so unfassbar gut. Die machen richtig Spaß, die sind logisch. Kappa. Kann ich auch irgendwie einen Mittelfinger hier haben? Warum habe ich denn nur so einen? Geht auch ein anderer? Was sagen denn die anderen Creator dazu? Schneiden die das einfach raus und tun so, als würde die das nicht aufregen? Das würde mich echt mal interessieren. Wie gehen denn die anderen Creator damit um? Wie machen die das denn? Ohne auszurasten. Verschlossen. Haha, das Walkthrough, was Likey sich anschaut, hat's gecuttet. Ja, ich habe viele Let's Plays nicht angeschaut im Sinne von, aber mal durchgeskippt und die haben eigentlich alle, da sind so viele Cuts drin, auch bei Uncuts, die haben nur gecuttet, 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 gecuttet. So, wo ist jetzt hier die Kassette? Gib mir jetzt diese Kassette. Ich hätte gerne eine Kassette, die ich da reinschieben kann. Für Informations, bitte. Ah, da. Lichette la Kassette. Oh. Sieht doch gruselig aus. Oh, Mr. and Mrs. Hartman. Come on in. Please, have a seat. How was your ride down? It was, nothing like we were expecting. Mr. Ludwig's speech was... Well, it just confirms for us that you're the orphanage we want to go through. It's a truly magical place. I felt right at home from the second I entered. You opened that door the first time and you just know. You're never going to leave. Kind of like finding a home as a child and always thinking of it when you want to feel comforted.
I understand you want to give Jeremy that home? Yes, and we would like to adopt. Ah, amazing! You'll be perfect for... Oh. What? For gar nichts? Well, it appears there's been some complications. Complications? What kind of complications? I don't know. Oh. The form says... Oh! Testing. What does that mean? Tell us, what does that mean? Miss Graber, we deserve a better explanation than that. Don't you think? You're in charge of all this! How could you not know? And why are we only finding out about this now? I don't. I'm sorry. Oh. Für das Kind ich? Wer bin ich überhaupt? Weiß man gar nicht, oder? Weiß man das? Ich glaube, dass die meisten Creator das rausschmeißen, aber du machst es trotzdem super. Ich bin live! Ich habe überhaupt keine Möglichkeit, meine Emotionen zurückzuhalten. Nein! Mach mal die Rätsel besser, ich raste hier noch aus. Ich bin live, ich kann nichts cutten. Scusi. Oh, die Tastatur ist aber süß. Das macht es aber auch nicht besser, Mann. Oh, der Rucksack, süß. Ja, help. Oh ja, da hätte ich jetzt Bock drauf. Oh, schönes, kaltes, klares Wasser über meinen Körper. Kaltes, klares. In welches Loch gehen wir? Links oder rechts? Bietet sich so viel an. Ich bin schon wieder befragt. Ich glaube, ich gehe da rein. Was, da stand Run? Oh nein, bitte nicht. I can't. I don't care. Beep 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 beep. I have a finger. I have a pistol. Pistol finger. I have a hand. And I can grabby. Grabby. Oh. Was ist denn hier los? Ich kann nichts sehen. Also das ist ja ein Ding des Unmöglichen hier. How is this possible? Also schlecht sehen und noch schlechter sehen ist halt eine schlechte... Oh nein, schon wieder so ein Stromding. Ich verfluche dieses Spiel wirklich noch. Wie soll ich denn hier irgendwas sehen? Spiel, jetzt mach's nicht uncomfortable hier, ne? Ich sag's dir, ich bin echt schon auch geladen heute, ne? So, okay. Strom. Strom. Can't touch this. Oh, oh, oh. Der Kommissar geht um. Oh, oh, oh. Shit. Oh, yay. Hab ich's geschafft? Oh ja, ich hab's geschafft. Oh ja. Hey, noch ein Stromrätsel. Hey. Hä, warum? Entschuldigung, ich kann langsam nicht mehr ernst bleiben. Es ist doch wirklich eine Scheiße. Kann ich die scheiß Maske bitte ausziehen? Oh. Warum ist das überhaupt an? Kann ich das mal ausmachen hier? So, dann geht der Aufzug runter. Muss ich vielleicht einfach nur in den Aufzug gehen? Oder was muss ich hier jetzt anscheinen? Was ist denn das hier alles? Das ist schlimmer als Backrooms. Die Scheiße ist schlimmer als Backrooms. Schieß mal. Viel Spaß an Cutter. Oh, Scheiße, mein Arm hängt fest. Es tut weh. Es tut weh. Ah, da oben muss es hin. Ja, was denn sonst, Mann? Leute, jetzt seid mal nicht so unfreudig. Das ist doch wunderschön hier. Das macht doch richtig Spaß.
Da mal richtig Spaß haben wir da. Da mal richtig Spaß hier. Der Scheiße hier. So, jetzt dreh ich. Dreh. Wieso kann ich nicht drehen? Wegen des Lasers. Nach was denn sonst, du? So. Ey, wenn du für so ein Spiel ein Placement hast, enjoy the show, Mann. Darfst nicht dich irgendwie aufregen? At least we join the show. At least we join the show. Oh, da piepst es aber ganz schön aggressiv. Was ist jetzt passiert? Ah, okay. Super. Super, Mann. So. Le, 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 le. Hui. Oh. Hui. Oh. Hui. Hui. Oh, 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 oh. Hui. Oh. Hui. Oh. Hui. Oh, es geht ja richtig hoch. Können wir bitte aufhören? Ich will jetzt einfach noch rüber. Hui. Oh. Muss ich jetzt die Batterien? Sag nicht, dass ich jetzt nochmal hoch muss. Was ist denn das hier? Hä? Ist das die Battery? Ach, die piepst hier so doof rum. Ist das eine Bombe? Hä? Wie kriege ich denn die da raus? Hä? Ich glaube, ich muss die runterschmeißen. Dann darf ich die ganze Kacke nochmal machen, ne? So, es ist Zeit zu gehen. Komm schon, ab in den... Ab in den... Weh, das geht nicht. Ab in den Urlaub. Nein, lass es. Nein. Ja, so. So, wo ist jetzt die zweite? Ich möchte bitte nicht nochmal runter. Wo ist die zweite? Stimmt, die Pistole hätte ich bestimmt auch benutzen können. Die muss unten rein. Oh, lol. Wo ist denn hier? Wo? Ach, hier. Da würde ich aber... Ah, hier. Okay. Ah, okay, okay. Und dann muss die jetzt hier raus. Und dann nehme ich die jetzt mit hoch. Die packe ich jetzt mal hier hin. Warte, hier. Kann ich die nämlich nachher einfach wieder mitnehmen. Und die eigentlich auch. So. Was hat denn ich Keyshaw gesagt zu dem Game? Da habe ich ja auch ein paar gehört, die das sehr lustig gefunden haben. Ach, super. Bup. Und bup. Hä, warum muss die in den Aufzug? Okay, dann kann ich aber die andere da auch reinpacken, oder? Dann hole ich die ja wahrscheinlich gleich beide ab. Das heißt, ich gehe hoch und dann mache ich den Strom aus. Boah, also das sind ja wirklich Gedankengänge. Also, die habe ich nicht. Also bei mir ist im Kopf manchmal so ein kleiner Affe. Und der hat so zwei,
so eine Triangel, macht immer einmal die Stunde so Ding. So ist das bei mir. Also wie soll man denn da drauf kommen und wie soll ich denn... Ach so, ich kann es auch nach vorne drücken. Okay, und wo ist jetzt der Aufzug? Nein, bitte. Oh nein, bitte. Oh nein, bitte. Oh ja. Oh, komm schon. Yes. Okay, so. Dann stopfen wir wenigstens mal die rein. So. Let it go! Let it go! Du dumme Batterie. Hau ab. Komm schon, Batterie. Du willst es doch auch. Tu doch nicht so. Du willst es doch auch. Ich bin ein Teil von dir. Komm schon, ich schmeiß dich runter. Komm. Komm, lass los. Let it go. Weißt du, wie Elsa von... Eisprinzessin. Ich wollte gerade sagen Ice Age. Ja, let it go. Let it go. So unnötig, ich sag's euch so. So, super. Werde ich jetzt gleich mit dem Gegner belohnt? Kann sie bitte wieder aufmachen? Oder muss ich jetzt dazu wieder hier unten den Schalter anmachen? Mhm. 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 Why? Warum ist es nicht an? Warum ist das nicht an? Hallo? Können Sie mir dies please sagen? Ach hier, hier fehlt doch noch was, oder? Stromleitung, Gnu. Ja. Ich verstehe nicht, warum. Der letzte, da unten, das da oben. Ach so. Komme ich da bitte hin? Bitte. Oh gut. Kann ich das jetzt drehen? Nee, kann ich nicht. Oh, muss ich das jetzt wieder ausmachen? Ich muss jetzt wieder alles ausmachen, damit ich es drehen darf, ne? So. Dieses Rätsel hätte mich 10 Stunden gebraucht. Was ist hier jetzt drin? Oh, die Kakerlake, der geht's nicht gut. Was soll jetzt diese erotisierende Musik hier? Muss ich da irgendwie hoch? Ich kann nichts sehen. Ui. Okay. Oh, hier ist wieder eine Battery. Oh nein, die muss ich wieder aufplatzen. Nein, jetzt fangen die damit noch an. Jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Verdammt. Ah! Okay, jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Jetzt bin ich irgendwo in dem Darm eines... Oh, was? Bin ich jetzt... Hä? Oh. 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 Wir sind im Enddarm. Im wolkigen Enddarm. Do you have any idea what you're doing?
Nein, deswegen hilft mir auch mein Chat und der Likey. Habe ich jetzt zu lang für die Rätsel gebraucht? Enddarm. Do you know what's happened here? Oh, ein Kind. Ja, die Kinder sind alle verschwunden. Oh, gruselig. Also Setting ist schon geil gemacht mit Grafik und Grusel, aber die Rätsel halt nicht. Oh, Kinder. Gruselig. Ah, das ist auch die Lehrerin. Hui! Do you see why we have to end this? Nein, ich weiß ja nicht mal, wer ich bin. Waren die kleinen Puppen etwa auch Kinder? Das weiß ich schon lange nicht mehr, du. Aber sonst geht's mir gut. Hui. After Eight. Ich bin also ehemalige Angestellte und die Spielzeuge sind alles Kinder. Fast alle Spielzeuge waren Kiddos. Gott, Hilfe! Oh, was ist... What the hell is going on? Mir geht's nicht gut. Jetzt ruft der schon wieder an, dass er irgendwo einen Empfang hat. Lass mich in Ruhe. Oh, gruselig. Okay, ich gehe schon. Ab wann kommst du mich holen? Ich bin ja schon auf dem Weg. Not cool. Wie, der hat mit mir telefoniert? Der hat jetzt einfach das Telefon genommen und hat das eingewählt, hat gesagt, du, Bro, geh. Oh shit, ich kann das nicht touchen, ne? Komm, mit beiden Griffeln, mit beiden Griffeln. Oh, es geht, okay. Ich gehe schon, ne? Was ist für eine dumme Musik? Hilfe. Ah, hier kann ich gehen, ne? Aber ich will eigentlich noch ein bisschen rumschnüffeln. Was ist, wenn ich hier die Dinge einsetze? Gibt es dann Schläge? Weiß ich nicht. Oder soll ich gehen? Ich sollte ja gehen. Was ist, wenn ich jetzt hier das einsetze? Dann komme ich ja nicht mehr raus aus der Tür, oder? Oder trotzdem? Ich bin neugierig, aber ich will auch nichts bereuen am Ende. Ah, da musst du raus, musst restarten dann. Okay, gut, wir gehen. Ah, ich will noch meine Waffe. Ich gehe ja. Ich bin ja nett und gehe ja. Ich mach keinen Shit und gehe einfach nur. Jetzt ist es dunkel. Nein, lass mich, Billy. Oh. Oh nein, sag nicht good luck. Scheiße. Okay, dann stopfe ich das jetzt da rein, ne? Okay. Muss... Für was war jetzt der dumme Key? Playhouse. Muss ich jetzt nochmal hoch ins Playhouse? Das
Sky Dome. Wo war denn nochmal der Sky Dome? Es ist aber auch so verdammt dunkel hier. Aber brauche ich noch ein Kabel? Du wirst nicht eingesperrt, wenn du in den Raum gehst. Okay. Brauche ich aber noch ein Kabel? Da war ich ja gerade drin, oder? Ist so dunkel. Ja, da war ich schon drin. Jetzt ist halt dunkel. Jetzt haben wir einfach voll den Nicht-Heim-Vorteil. Da war das. Oh, ein kleiner Plüschi-Planschi-Pliesch. Ist ja nicht mal echtes Ah, doch, so echtes Wasser. Ich dachte gerade schon. Schön. Schön, schön. Nur, dass es leider keine Kinder mehr lebend gibt, weswegen auch keines der Kinder hier planschen kann. Okay, da ist der Sicherungs... Ich muss einfach hören, wo es piepst, oder? Hilfe, ich stecke fest. Ich komme hier nicht raus, weil es einfach zu dunkel ist, Leute. So. Okay, irgendwo hier dann vielleicht. Das ist hier der Sky Dome. The Dome. The Dome. Keine Kabel. Volles Paradies eigentlich, ne? Da war ich ja auch schon. Ah, hier ist auch irgendwo ein Kabel, oder? Jedenfalls piepst hier doch was. Ah, da hinten. Das war ja total leicht zu finden. On? Irgendwie kein gutes Gefühl bei der Sache. Hab irgendwie slightly das Gefühl, dass hier gleich was ganz Beses passiert. Oh, da höre ich noch was piepsen. Ah, das ist meins wahrscheinlich, ne? I can see clearly now the way it is gone. Oh Gott, wo soll ich denn das wissen, wo das war? Hier oben? Wo war denn nochmal dieses Kabel? Wo bin ich denn hergekommen? Es ist einfach so dunkel. I don't know. Hä? War das nicht hier oben? Von hier bin ich doch gekommen, oder? Und wo stopfe ich die jetzt rein? Sieht ja alles sehr kaputt aus. Ich ahne auch Schlimmes. Links nach der Treppe. Also runter. Ich sehe gar nichts. Rote Tür. Ach, die rote Tür. Ah, da muss ich wieder hin. Okay, I know. I know I can be what I wanna be. Ach, da muss ich wieder rein. Ganz am Anfang. Ich habe mich schon gewundert, weil da haben wir ja gar nicht mehr weitergemacht. Back to the roots. Dö, 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 dö. Oh! Oh shit! Ah! Oh mein Gott, Hilfe! Ich habe den gar nicht gesehen. Ziehst du bitte dein. Oh shit! Oh mein Gott! 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 Ich bin tot! 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 Ich sagte, wir sollen in Bewegung bleiben! Nicht so leicht! Oh Gott, Hilfe. Oh.
Oh, oh. Oh, es ist eklig. Ach du Scheiße. Und jetzt? Geh weg! Was tue ich jetzt? Ich habe Angst. Oh. Batterie loslassen. Warum? Jetzt habe ich die mitgenommen, ne? Kann ich nochmal runterfahren? Oh oh, ich habe die Batterie mitgenommen. Sollte ich das nicht tun? Ah, das war nur logisch. Warum soll ich die liegen lassen? Oh scheiße, jetzt hat es gespeichert. Hoffen wir mal, dass es uns keine Probleme macht, aber ich glaube nicht, weil wir kommen bestimmt wieder in den Anfangsraum. Ansonsten schaue ich mir das Ende einfach bei jemand anderem an. Und dann war's das auch. Wieso muss ich jetzt hier eigentlich keine Maske tragen? Frage ich mich gerade. Hä? So, jetzt habe ich doch das hier alles activated hier. Jetzt haben wir die Batterien. Ah, die muss noch da rein. So. Jetzt macht es den ganzen roten Nebel weg. Und ich kann da hochjumpen. Ich nehme die trotzdem mal mit. Hier komme ich auch noch nicht rein. Ich glaube, die muss doch irgendwo auch noch hier rein, ne? Hier. Gibt's hier noch irgendwo Batteries? Und jetzt? Jetzt kann man die da oben reinmachen. Ah, okay. Ist nicht dein Scheiß Ernst, oder? Okay, und jetzt? Versteck mich hier jetzt. Okay. Ich muss sie einfach nur neu einsetzen, dann geht's weiter. Okay. Ach, super, der kommt auch von hinten. Meine verdammte Batterie habe ich halt echt dabei, ne? Das ist halt echt nicht so geil. Und das da oben kann ich nicht aufziehen, oder wie? Nee. So. Das geht ja alles noch nicht rein. Was meinst du mit immer wieder Strompunkt aktivieren? Ich muss sagen, ich bereue es irgendwie, dass ich diesen Scheiß da mitgenommen habe. So. Das scheint, tut scheinbar die Katze fernhalten, wenn ich das mache. But I'm not sure. So. Und kann ich jetzt das Neue eingeben? Nee, noch nicht, ne?
Dann machen wir das mal. Vielleicht geht's ja dann schneller. So, wo ist jetzt eine Battery hier? Ich habe hier keine Battery mehr übrig. Wo ist Battery? Ah, hier ist noch eine drin. Shit. Ha, scheiße! Oh mein Gott, hinters Gitter. Oh, es ist nervig. Ja, ich hab's gelesen, aber kann ich nicht erstmal alle Dinger sammeln? Die kann aus allen vier Gängen außer der raus aktiviert. Du musst alle Gänge im Auge behalten. Wie? Ich verstehe dieses ganze Prinzip nicht. Was passiert, wenn ich das aktiviere? Da kommt Rauch und dann? Wie kommt der Rauch? Wann geht der Rauch? Wann weiß ich, wo der Rauch wann, wo, wie ist? I don't understand. So, jetzt ist der Rauch da. Aber nur hier. Und da kommt die nicht durch. Wenn du in die Gänge schießt, wo er kommt mit der Ringpistole, kannst du sehen, wer der Echte ist. Einer ist immer der Echte, die Fakes verschwinden dann, wenn du auf ihn schießt. Okay. Dieser Raum kann dich beschützen. Es war vorher. Im Raum sollten noch Batterien vorhanden sein. Benutze sie, um alles, was du im Raum brauchst, mit Strom zu versorgen. Deine Fackeln können aufdecken, was echt ist, ja, das weiß ich. Bei den vorderen Gängen. Das heißt, die Batterie haben wir. Die habe ich. Und das geht nicht auf, ne? Genau, aber der Rauch kommt wann, wenn ich jetzt das hier mache? So, jetzt kommt hier der Rauch, aber da nicht. Hallo? So, deswegen mache ich jetzt einfach die ganze Zeit hier Strom an, ne? So, und jetzt warte ich, bis es hier leer ist. Und dann nehme ich schon mal die Battery. Dann kann ich die gleich einfügen. Du musst das hinter dem Gitter machen mit dem Strom versorgen. Hinter dem hier, meinst du? Geht nicht mehr zu. Geht nicht mehr zu. Wir sind am Arsch. Jetzt. Bin ich hier sicher? Ich glaube eher nicht. Nee. So, jetzt habe ich es hinterm Gitter mit Strom versorgt und bin gestorben. Toll. Aber wenn ich jetzt nach oben gehe, dann kommt doch die Katze. Ich soll doch Nebel anmachen. Ich habe irgendwie Schiss, dass wir nachher die Batterie hier vergessen.
Du musst nach oben zuhalten, wenn es aufgeht. Ja, das wusste ich ja nicht. Ich war da noch nicht drin. So, jetzt haben wir die beiden. Dann muss ich gleich die anmachen. Das mache ich jetzt auf. So. Nur dann Rauch aktivieren, wenn Catnip kommt. Du siehst ihn, wenn er aus den Gängen kommt. Das heißt, ich kann hier stehen. Aber wie aktiviere ich das jetzt? Wenn ich jetzt hier bin und der kommt, mache ich einfach nur hier jetzt dann meinen Strom und mache das hier hin oder was? Und es reicht dann? Oder muss ich immer wieder da nach oben? Du musst den neben dem Gitter aktivieren. Wo ist neben dem Gitter? Was für ein Gitter überhaupt? Das hier. Hinter dem Gitter ist ein Punkt und da ist ein grüner Punkt. Immer wieder hoch. Musst hoch, glaube ich. Wo ist denn hoch? Ich war noch nicht einmal oben. Das ist rechts hinter dem Tor, wenn du aufziehst. Hier, das. Das oder was? Ich dachte, ich muss immer wieder da hoch. Also muss ich gar nicht die ganze Zeit da rein und es machen. Ich muss einfach nur Gitter aufmachen und mach das an. Ah, okay. Und was, wie mache ich das hier? Hier? Da muss ich dann dafür hoch, ne? Oh, das ist ja ein Abfuck. Und wenn ich hier hoch will? Und da muss ich hin, um hier den zu machen. Und was ist mit hier? Und was ist mit hier? Und da? Und dies? Und das? Auch hoch. Geht auch noch. Auch oben. Also da muss ich dann dahin, um das überhaupt zu machen, ne? Das heißt, jetzt gucken wir erstmal. Wir spielen jetzt einfach mal und gucken, wie weit ich komme. Dann check ich schon. Aber ich muss jetzt erstmal mich reinfuchsen. Und das war dann mein letztes Poppy Playtime forever. Das sage ich euch, ja. Okay. Oh shit, jetzt kommt er da an. Jetzt muss ich schnell rüberjumpen. Scheiße, schaffe ich nicht. Schaffe ich nicht. Oh Gott. So. Oh shit. Okay, und jetzt? Kann ich immer noch nicht hoch. Oh shit, jetzt kommt er da. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Jetzt kann ich hoch, ne? Jetzt ist zu spät, jetzt kommt er. Was mache ich jetzt? Zuhalten. Ah, okay, da muss ich zuhalten. Aber da wäre doch jetzt gerade auch noch darum gelatscht. Oder? Okay, das ist das. Oh mein Gott. Okay. So. Sind jetzt drei, zwei.
So. Okay. Gott. Mach doch auf! Ich hab Bad Vibes. Bad Vibes. Oh shit. Oh shit. Wie mach ich das nochmal da? Shit. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wie mach ich das nochmal hier zu? Oh nein. Ich glaube, ich bin tot. Ich glaube, ich bin dead. Verdammt. Okay. Und jetzt? Jetzt piepst es. Ich bin gerade komplett überfordert. So. Okay, wo ist die Kackbatterie? Bitte einmal rein. Danke. Oh Gott, Hilfe. Oh Gott, Hilfe. Oh Gott, Hilfe. Das schaffe ich ja gar nicht. Scheiße, ich bin tot. Ich schaff's nicht. Ich bin dead. Ich bin dead. Ich schaff's nicht. Oh, shit. Was? Bei den hinteren Gängen musst du direkt daneben einfach Batterien einfügen? Was schießen war, der echte ist nicht vergessen. Ja, was ist, wenn ich den schieß? Ist der dann tot? Also muss es der echte sein? Mache ich dem echt Schaden? Also wo mache ich denn hier das an? Wo mache ich den Kackdampf an? Links und rechts. Aber wenn ich den einfach abschießen kann, warum brauche ich dann Dampf? Pack eine Batterie rein. Aber die sind doch drin. Genau, es sind ja die, links und rechts. Und den mache ich ja eh hier rein. Das heißt, der ist ja eh durchgehend an, oder? So, und hier mache ich einfach links und rechts. Und hier das. Und den haben wir auch schon. Und ich kann auch schießen, sagt ihr, ne? Ich weiß ja nicht. Aber ich habe ja gar nicht so viel Batterien, wie ich brauche. Wofür sind denn die hier unten eigentlich? Für den PC. Das heißt, später gebe ich die Dinger hier komplett auf und muss sie da alle reinstopfen, ne? Dann muss ich mir hier die Dinger wegnehmen, oder? Nee, nur schießen zeigt nur, ob echt ist oder fake. Da ist noch ein Slot für eine Batterie nach dem Jump-Pad. Wo? Hier. Ach, beim Gitter, stimmt. Ja, ja. Okay, I did it. So.
Okay, war fake. Leider kein Fake. Oh Gott. Fake. Leider kein Fake. Shit. Shit, shit, shit. Der kommt immer so knapp, ne, der Sack. Oh Gott. Ich hasse es so sehr, dieses Spiel. Scheiße, ist das stressige Kacke, ey. Okay, shit. So, und jetzt muss ich das hier rausnehmen wahrscheinlich und hier reinstopfen, ne? Oh, fuck my life. Ah. Oh, shit. Oh shit, lass er los, diese lässt sich los! Oh Gott, ich bin tot! Nein, nein, scheiße, ey! Oh Gott, Glück gehabt, ey. Für den Fall? Why not? Oh shit. Oh, Glück gehabt. Bitte schneller. Ja. Ja. Ich nehme jetzt einfach die, oder? Irgendwelche Batterien nehme ich jetzt. Ist egal. Oder ist es eigentlich nicht? Scheiße. Oh nein. Nein! Oh, ich hasse es jetzt schon, ey. Ja, ich verschwende wirklich meine Zeit. War sehr gut, danke. Oh, töte mich. Ich habe halt ein bisschen Schiss, ne? Was passiert denn danach? Was passiert, wenn ich alle geschafft habe? Es beruhigt mich zu lesen, dass viele sagen, sie hätten schon aufgegeben, weil das ist schon harter Tobak. Dann kann ich mir hier Strom holen, ne? Dann mache ich so, bam, oder? Habe ich recht? Und dann, weil ich will dann nicht sterben, ne? Dann raste ich aus. Der reagiert halt auch so schlecht hier auf diese Änderungen von denen, ne? Das ist schon echt ätzend. Naja. Okay, muss einfach nur ruhig bleiben. Na, das sieht pretty echt aus. Wenn wir schon hier sind, why not? Okay, das ist echt. So. Oh shit. Oh, 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 oh.
Uiuiuiuiui. Don't do this to me. Don't you dare. Shit, der ist auch echt. Oh shit. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, nein. Oh, my life be like. Oh mein Gott. Hate this game. Okay, jetzt kann ich mir die hier nehmen. Zack. Und bam. Bam. Und dann hier oben zu. Nix, hier gibt's nix, hier gibt's nix. Shit. Hier gibt es nichts zu sehen. Okay, das ist echt. Zwei bitte, danke. Ach du Heiligsblechle, echt. Scheiße. Ich glaube, jetzt bin ich tot, ne? Scheiße. Oh nein, ich habe ja keinen. Ich hatte ja keinen Strom mehr. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Ja, ich hätte die Batterie daneben nehmen sollen. Oh Gott, fuck my life. Man wird echt irre nach einer Zeit, ne? Okay, ist echt. Dürfte unecht sein. Ist leider echt. Ist echt, der ist echt. Echt. Oh. Bitte, bitte, unecht. Gut. Der nächste wird wahrscheinlich echt sein. Shit. Oh Gott, Hilfe. Der wird echt sein, ja. Ist leider echt. Okay, jetzt muss ich ja das die letzte nehmen, ne? Aber da habe ich ja keinen Strom mehr, ne?
Scheiße, und jetzt? Kann ich nur beten. Scheiße. Ach, Scheiße. Der wird es echt sein, ne? So, der nächste, der kommt, ist safe echt. Das wird wahrscheinlich dann gleich hier sein. Oder der wird echt sein. Der ist leider echt scheiße. Oh, der ist aber unecht. Auch unecht, der wird aber auch unecht sein. Boah, wie viele unecht sind hier gerade. Wild. Scheiße. Ich krieg übrigens auch kein einziges Mal oben das Tor auf, ne? Scheiße. Oh Gott! Hat das Spiel gebuggt? Bin ich jetzt tot? Was? Warum? Ich dachte... Hä? Aber warum bin ich jetzt tot? Ich habe doch den Strom geholt. Hä? War das ein Fehler? Klicken. Ohne Klicken ist es Neustart. Gnu hätte es rechtsklicken müssen. Ja, woher soll ich denn das wissen? Oh, ist nicht euer Ernst, oder? Ja, aber das wurde mir... Ich dachte, das wäre eine Sequenz gewesen. So, wir schauen uns jetzt das Ende von Banden an. Weil das hat mich jetzt schon sehr frustriert. So, weil ab dem Moment hier musst du nämlich einfach eine Taste drücken. Und ich frage mich, wie man das herausfinden soll. Hat scheinbar auch Keyshaw, Holy und noch andere Leute sehr geärgert. Aber okay, ich hätte es eigentlich geschafft, hätte ich das gewusst.
No, jetzt wird es Händchen geben. Da fehlt definitiv ein Quicktime-Event bei dem Event. Der tötet ihn jetzt. Oh Gott. Und nimmt ihn mit. Diese Hand nimmt alle mit, ne? Man weiß aber noch nicht, wer das Böse so gesehen ist. Ja. Ja gut, die blaue Batterie hätte ich doch mitnehmen können, also. Es wäre doch möglich gewesen. Und dann restartest du das ganze Ding nämlich. Wer ist eigentlich der Junge gewesen, weiß man das? Man vermutet, dass die Hand zu dem Vater der Poppy ist und sich aus allen Spielzeugen einen eigenen Körper baut. Ah, okay. Ah, deswegen hat er die alle mitgenommen. Aber diese Hand, da wollte ja die Katze jetzt dem die Pfote geben und der hat es ja umgebracht. Olli ist unbekannt, noch wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich der Junge. Oder war der Junge wirklich die Katze? Oh ja. You came back because of your co-workers. You want to know what happened and why. This is your answer. We called it the Hour of Joy. Ah, das stand doch überall, die Hour of Joy. Holy shit, wie viele Lehrerinnen. Also sie sind alle durchgedreht, haben alle umgebracht. Holy shit. Okay, das heißt, die Hour of Joy war die Stunde, in denen die Viecher aufgestanden sind, alle getötet haben. I remember hearing every moment of it. It went on so long, so agonizingly long. They tried to hide, to run, anything to stay alive. I remember their cries. What's going on? Why is this happening? What are those things? Senseless slaughter, that's all it really was. They killed everyone. The guilty, the innocent, didn't matter. All that death didn't fix anything. And then, once it was all over, dragged those corpses down below where they'd never be found. And they ate the bodies to stay alive. Prototype has to die for this. Hey, hinter dir, ich höre es doch ganz genau. Oh, süß.
Und warum ist die noch lieb? Weil die wahrscheinlich nicht betroffen war, ne? Soon as we reach the bottom, we'll send the lift back up. Just hold tight, okay? After you. Wie das Ding läuft, so laufe ich auch nach dem Stream, ey. Oh, das bin auch ich, wenn ich jeden Morgen aufstehe und denke, ein weiterer Tag mit tollen Spielen, die Spaß machen. Einfach den Aufzug, bruh. Guck mal, man sieht direkt an dem sein Spielverhalten, dass der auch oft einfach irritiert ist. Und ich genau weiß, da hinten ist die Tür, oh Mann. Nein, da hinten ist die Tür. Jetzt weiß ich, wie man sich als Zuschauer fühlt, ne? Man sieht als jemand, der selber nicht spielt, siehst du so viel mehr. Das hat ja auch Kronk oft gesagt, dass ihn das übel nervt, wenn die Leute immer sagen, Mann, bist du blind? Aber wenn man spielt, ist es halt wirklich komplett anders. Alright. Once we hit the ground, we need to be cautious. There's something... Oh nein. We're coming! Just hold on! Come on, go faster! Missy! Ich glaube, Kissy ist dead. Pappte Playtime. Kommt da noch irgendwas nach den Outcuts? Okay, Leute, das war's von Poppy Playtime Free. Ich habe mich damit mit vielen Creatern ausgetauscht, wie ihre Mood so ist und wie sie das Spiel so gefunden haben. Die haben eigentlich alle die gleichen Dinge ähnlich angesprochen, wie ich auch. Also, wenn wir es mal so raten, Atmosphäre war geil, Gegner sind geil. Das ist was, was ich echt cool finde, aber ich finde, diese Atmosphäre wird kaputt gemacht durch, für mich, ich kann nur von meiner, so wie ich es wahrnehme, sprechen. Es ist halt, mir gefallen Games nicht, indem du super viel Rätsel machst und die dich immer wieder rausholen. Dann kommt quasi die erste Begegnung mit einem Gegner. Du freust dich, dass es losgeht. Dann wirst du erstmal aufgehalten mit einem Rätsel. Und ich habe auch an vielen Creatoren gemerkt, dass in deren Gameplays überdurchschnittlich viele Cuts waren, weil die auch echt Struggle hatten bei manchen Rätseln. Und dass man am Ende nicht ein Quicktime-Event einbaut und ich weiß, dass man den Endgegner so tötet, ist dann einfach frustrierend. Ich bin sowieso anti gegen so Dark-Soulige Games. Ich vergleiche das Spiel jetzt nicht mit Dark Souls, aber wenn es mir zu schwer wird, verliere ich für mich persönlich einfach die Lust. In den Steam-Kommentaren war es auch so, dass Leute gesagt haben, hey, geile Grafik, geiles Environment, coole Gegner, aber zu viele Rätsel. Und das war so mein Feedback. Ich habe damals auch zu euch gesagt, ich spiele Garden of Banban auch nicht mehr weiter, weil für mich sind einfach, ich mag solche Games, ich mag auch Five Nights at Freddy's, aber ich muss auch sagen, bei Security Breach, es war mir irgendwann too much. Ich bin ein Fan davon, wenn man Spiele kürzer hält, knackiger und dafür einfach so ein bisschen mehr in der Atmosphäre behält. Ich bin sehr gespannt über deine Meinung. Wie gesagt, das ist nur eine Meinungssache. Wenn du es anders siehst, sag das gern. Aber ich muss auch ehrlich sagen, wenn Kapitel 4, wie das hier wird, und ich werde erst Keystraw und Seth und alle das spielen lassen und die dann fragen, wie sie es gefunden haben, werde ich, wenn das Spiel nochmal so ist wie das hier mit 1000 Rätseln, es nicht spielen. Das muss ich euch ehrlich sagen. Dann schaut euch das lieber woanders an, weil da verliere ich die Freude. Aber wart mal ab. Vielleicht sind die Entwickler ja auch ready für Tipps und für Verbesserungen. Ich glaube, da sind die sehr offen für. Sie haben sich viel getraut, sie haben viel probiert, aber es waren immer die gleichen Rätsel. Also ich kann diese komischen Dinger mit dem Laser nicht mehr sehen. Was ich aber gern sehen würde, wäre ein Daumen nach oben, ein Abo und deine Meinung zu deinem generellen Gefühl und welcher Poppy Playtime-Teil dir am besten gefallen hat. Ich muss sagen, mein Favorit war auf jeden Fall noch der 1er.